Miss Ostschweiz-Wahl wird präsentiert von Möbel Svoboda. Herzlich willkommen zum letzten Hotspot vor der Finalnacht von der Miss Ostschweiz-Wahl 2014. Bei unserem Autopartner in der Zollgarage zu Kriessere sind unsere Missen im Einsatz. Sie sind am Autoputzen und sammeln so Geld für einen guten Zweck. Wir haben gehört, das Kinderheim Bild in Altstädt, das ist ein Kinder- und Jugendheim. Und das Kinderheim Bild hat einen dringenden Bedarf an Möbel für die Wohngruppe. Und wir haben das erfahren und haben dann gesagt, wir möchten uns dafür engagieren. Also da sind jetzt wirklich schon um die 10'000 Franken reingekommen. Und wir wollen jetzt das einfach noch toppen mit dem ganzen Anlass, mit dem Karussell, mit der Verpflegung, mit der Musik, mit der Unterhaltung. Und so denen nachher einen grossen Beitrag übergeben, dass sie die Anschaffung tätigen können. Im zweiten Teil dieses Tages waren unsere Kandidatinnen in der St. Galler Innenstadt unterwegs. Hier haben sie Promotion gemacht für EF Internationale Sprachschule, wo hier in St. Gallen ein ganz neues Büro hat. Wir haben heute die Eröffnung von unserem Büro in St. Gallen. Dank der tollen Zusammenarbeit, die wir haben mit Miss Ostschweiz-Kandidatinnen, promoten sie heute unser Büro und machen auch zeigen, dass wir heute hier sind in St. Gallen. Und eben, anscheinend scheint das super zu klappen und die Leute haben wirklich eine Freude auch an den tollen Kandidatinnen, die wir haben. EF hat Sprachschulen auf der ganzen Welt. Was so unsere Kernkompetenz ist, ist, dass wir wirklich alles selber betreiben. Die ganzen Schulen gehören uns und wir bieten eigentlich den klassischen Sprachaufenthalt an, wo junge Leute zwischen 13 und 30 zu uns kommen und dann für eine Zeit ins Ausland können die Sprache auch lernen. Nur noch wenige Tage bis zur Finalnacht. Wenn auch du dabei sein willst, dann geh auf www.ticketcorner.ch und hol dir dort dein Ticket.